Ja, König mein Name, schönen guten Tag. Ja, ich bräuchte einen Netzanschluss und bin auf Ihrer Internetseite und Zu dem Neubau eines Hauses gehört auch die Anbindung an das Stromnetz. Hierfür hat der Bauherr König bereits vor Baubeginn seines neuen Hauses Kontakt zu dem zuständigen Netzbetreiber aufgenommen. Von dem Netzbetreiber hat er erfahren, dass der Hausanschluss von einem autorisierten Elektrofachbetrieb beantragt werden sollte. Diesen sucht Herr König im Installateursverzeichnis des Netzbetreibers heraus. Um alles genau besprechen zu können, wird ein Termin im Betrieb vereinbart. Diese Woche noch, prima. Ja, Freitagnachmittag wäre gut. Ach, Herr König, schönen guten Tag. Sie sind ja schon da. Bei dem Ja, schönen guten Beratungsgespräch Tag. erklärt der Meister dem Kunden König, dass er einen Zählerschrank und eine Leitung bis zu seinem Hausanschluss benötigt. Ich sehe, Sie haben ja schon den Hausanschlusskasten eingetragen, wo Sie Auf der Grundlage des Bauplans und der Aussage des Kunden Königs kann der Meister die Kosten der Installation abschätzen. Ebenso berechnet der Meister nach den Angaben des Kunden die benötigte elektrische Leistung zur Versorgung des Hauses und füllt entsprechend die Anmeldung zum Netzanschluss, ANA genannt, aus. Die Option will ich haben. Elektrischen Herd. Ah, gut. Dann, Die Warmwasserbereitung wird über diese Gastherme mitgemacht. Ja. Der Hausanschluss muss vom ansässigen Netzbetreiber genehmigt und auf dem Grundstück von Herrn König installiert werden. Die ANA muss vom Kunden unterschrieben werden. Anschließend erstellt der Meister selbst ein Angebot für die Installationsarbeiten, die sein Betrieb durchführen wird. Beides, die ANA und das Angebot, schickt der Meister nun an Herrn König. Ich habe soeben per Mail Ihr Angebot erhalten und habe das gelesen und geht in Ordnung? Ja, ich schicke Ihnen das dann unterschrieben heute noch zu. Sobald der Meister die Auftragsbestätigung vom Kunden erhalten hat, ist der Auftrag an die Firma erteilt.